Ja, absolut. Ich hab's beim ersten Mal geschafft. Na, endlich hier. Wer kommt? Ach, yay, Mann, oh, Mann. Nee, nicht ach, komm hier. Mann, Automat. Ja. Nicht ach, komm, Automat. Halt deine Maul. Ich treff den Nippel nicht mehr, ey. Ach, ja. Ey, das ist doch hier. LOL. Ey, ich seh nix. Da kannst du den Nippel einen Sprung machen. Ich hab dich nur einmal gehauen. Du kriegst jetzt weg, ey. Ich hab dich auch nur einmal gehauen, hallo? Da fliegt mir doch glatt das Blech weg jetzt hier. Da fliegt mir doch das Blech. Boah, wir müssen mal. Gibt's eine Dokumentation über Neue Deutsche Welle? Müssen wir uns zusammen angucken. What the fuck? Ich mag die Neue Deutsche Welle. Warum? Ja, ist cool. Ja. Neue Deutsche Welle, aber. Oh. Aber? Wer hat denn von Aber? Hat denn was von Aber gesagt? Aber, Junge. Nicht aber, hat er gesagt. Fast geschafft. Wollt's mal in einem Dusch probieren. Oh, scheiße. Klappt sogar ganz gut. Ich lande jetzt mal auf einem Scheißstein hier. Scheißstein? Rift broken, Bist du sowieso runtergefallen? Was willst du? Alter. Wie, ich war gerade am An... Ich bin so wie du... Ich bin Nein, so wie ich du warst Ich bin noch nicht mal gesprungen. Doch. Ja, deswegen bist du runtergefallen. Nein. Du warst schon quasi unten. Wie jedes Mal sprinte ich vom Bett los. Ich komme nicht auf diese Leiter drauf, ne? Ich weiß nicht, was das soll. Ach Gott, die ist, glaube ich, also hier. Nein! Man weiß immer Bescheid, wenn Zeit runterfällt. Das ist ja, echt aber schön. Aber immer so Head hinten, das ist echt Bullshit. Head hinten? What? Weit hinten, du Mafakra. Bin ein Gummibär. Oh, ist der Köcher runtergefallen? Oh. Oh, ist der Merlin. Nein! Nein! Letzter Sprung! Nein! Ja, kommt mir bekannt vor. Oh, scheiße. Also nicht der letzte Sprung, nicht den einer Sprung, den davor. Nee, denn ja, den davor ist der letzte Sprung für mich. Ja, den Eiersprung kann Nein, Rico verkacken. Nein, das ist nicht der letzte Sprung, Leute. Ja, wenn man Rico drüber läuft, wie so ein Gürteltier. Ja, hallo? Als ob euch das noch nicht passiert ist, ja. Rico ist ein Gürteltier, ey. Gürteltiere sind cool. Ja. Mit die geilsten Tiere ever, Alter, die können alles. Kommt doch ganz drauf an, wie die heißen. Ach komm. Ja, fast wie Geckos. Gürteltiere sind geiler als Geckos. Die elften Tiere geiler, Geiler, geiler. Ja, Silence Exit stürzt gerade wieder ab. Was soll ich jetzt nochmal sagen? Die geilsten Tiere ever, so rum. Schlimmer wie Andi gestern Abend, das ist schlimm, wie getrunken. Ja. Vielleicht sollte ich mal was trinken, vielleicht hilft's. Okay, ging das. Aber bin ich voll der Schlaue dann. Ja, ich glaube eher weniger. Ich glaub's eher nicht. Das heißt, ich bin ja nicht unbedingt blöd, aber ich kann einfach nicht sprechen. Nee, du hast dich... Das ist ja echt stimmt, wo du das gerade sagst, das gerechnet. Selbst als blöd dargestellt, ne? Ja. Ja, das ist die Intelligenz, sich blöd zu stellen. Ja, Kinder in der Grundschule können auch nicht sprechen. Viel ist einfacher im Leben. Ja, sprechen du musst dich auf dem Niveau der Gesellschaft anpassen, oder? Hm? Ja, ich habe so lange mit Andi hier rumgemacht, es ist irgendwann. Du bist noch lange nicht auf Andis Niveau. Intelligent Gaming oder was? Auf Andis Niveau kann keiner kommen. Also gaming-technisch jetzt. Was ist denn da sein Niveau? Abkürzen oder was? Unter anderem. Gaming-technisch? Ja. Nö. Sein Niveau ist ja Intelligent Gaming, wissen wir ja. Also. Ach komm, das ist doch. Ach komm! Es ist doch auch komm! Ja, ach komm, es ist einfach, doch auch komm! Das ist doch echt komm. Einfach. Ach komm! Ach Alter. Red weiter. Ja, du warst gerade bei Intelligent Gaming. Oh nein! Ja, warte. Doch, wir waren bei Intelligent Gaming. Ja. Ja, was habt ihr da so zu Intelligent Gaming vorzutragen? Was war denn so euer hellster Moment in Spielen? Mein Turm! Wir gehen alle an die Killen! Egal, ob Titan sind oder nicht! Ach, puh! Dein hellster Moment ist war ein Gemeinschaftsmoment, der nicht mal sein... Das ist richtig idiotisch. Claimen! Der geilste das, Moment! Deswegen gehe ich da auch immer hin. Als wäre das irgendeine Marke, ey. Claimen! Ja. Claimen, der neue Leim von Uhu.
Los? Markenprodukt, Alter. Dieses Video wurde durch Produktplatzierung. Da muss ich noch einfügen, Produktplatzierung. PP. Was? PP? Ah ja, 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 ja. Was heißt HP eigentlich? High Point? Ohne Binde. HP? Health Point, oder nicht? Jetzt HP, HP bei ich HP meine, der Drucker oder was? Achso, ja. Achso. High Point. Ja. High Point, ist das dein Ernst gewesen? Du fragst, was HP abgeht. HP, das ist HP Health Point, das bin ich selber. Ja, du fragst, du hast gerade was HP, also hast du dich auf irgendwelche Marken bezogen. Ja, aber trotzdem, dann High Point zu sagen, ist echt schon hart an der Grenze. Das ist trotzdem eine Abkürzung. Also, wenn wir da ganz oben angelangt sind, sind wir am HP. Ja, also, ich denke, das ist der Begriff, den ich kenne. Es gibt irgendeine ja, HP? Aber, ich weiß, was für eine Abkürzung das ist. Was denn? High Point? HP Kerkeling. Boah, ah, ich glaub, gut. Der war noch schlechter als meiner, Alter. Takuya, kein Berber, Junge. Ich bin die Hauptstadt Australiens. Ja. Die Strikers, die können es einfach. Was ist das denn jetzt hier? Ja, ich weiß, Striker kann alles. Striker macht das Würstchen. Ich sag ja nur, ne? Dieses Wort aus Strike ist so aggressiv. Das mal mit hier die. Ach so, die Bauern, die ja. Können es einfach. Die können es einfach. Ja, wie gestern Andi meinte, Strike ist so ein aggressives Wort. Dankeschön. Ja, dachte Andi. Bei Andi muss ich immer direkt an Andi denken. Bei Anti muss ich immer direkt an antifriedlich denken, also aggressiv, also bin ich direkt antidepressiver. Antidepressiver, Junge. Ja, wenn du mit Andi zockst. Junge, immer wenn du mit Andi spielst, ist das voll antiklimatisch. Was? Die Stimmung voll antiklimatisch. Oh, ernsthaft. Nee, das war lachhaft. Andi das. Was, Andi das? Andi das ist seine Marke, die er rausbringt. Ah! Das Niveau der Witze sinkt als das Unermessliche. Nein, nö. Ah, fuck. Der Skill-Level hier auch gerade. Kann ich nicht den ersten Sprung hier überspringen, der ist scheiße. Amen, nö! Kann ich auch direkt einfach zum letzten gehen? Da hab ich letztes Mal so scheiße verkackt. Da war wieder Petri. Wir können doch mal aus einem Land vor unserer Zeit gucken. Boah, Alter, ne? Ich dachte, gebe ich mir selbst die Kugel, ey, vorher. Warum? Ich hab die Serie Junge, mit Bowling. Mit Foot Little. Wie hieß denn der nochmal? Little Foot, Junge. Foot Little, Kopf aus dem Ghetto, Alter. Ich dachte gerade an Dr. Doodle. MC Foot Little. Ich dachte gerade an Dr. Doodle. Doodlesack? Der hieß doch so, oder? War das nicht Eddie Murphy? Was? Dr. Doodle? Doodle? Das klingt so Gangster-Rapper, Alter. Ich bin Doodle. So ein weißer Gang. Weißer Gang? Gangster-Rapper, ich war gerade an dem Sprung. Ich ja, weil Eddie Murphy auch so weiß ist. Oh, fuck. Doodle, Junge. Dann wenn ich mich Annie nenne, nenne ich mich dann. Nein! Alter. Animal. Animal Man. Animal Man. Animal Man, Junge. Boah. Boah. Alter, Rico, guck mich an, mein Rückwärtsfeld runter. Bin einmal rückwärts abgestürzt, ja, also. Das kann auch Andis PC, wenn er dann umdreht, Alter. Der stützt nicht ab. Den fängt er wieder auf. Andi ist gestern Abend abgestürzt. Ja, gestern Abend doch Deutschland Superstar gemacht, ey. Ja. Hey, ab in den Süden. Da bin ich wieder. Und der nächste Satz dann. Vor allem, Andi war voll aufgeladen und kam dann. Ja, aber ich weiß gar nicht warum. Ich hab das Gefühl, ich hab den voll angestachelt. Oder wo er gemerkt hat, dass noch jemand im TS war. Ist da noch jemand? Hallo. Ja, ich hab ihn, glaube ich, auch voll angestachelt, weil ich einfach nicht gemerkt habe, dass er nicht wusste, dass ich gar nicht auf der Gegenseite bin. Na, Andi ist. Er hat es auch nicht verstanden, dass du wortwörtlich gesagt hast. Ach, puh. Na, Andi kam richtig angestachelt. Weißt, ich schreibe so, das waren Strikers und Strikers so meine Idee. Ja, ich finde auch, Ent ist so ein richtiger Penner. Das war seine Antwort darauf.
Da musste ich zwar prinzipiell erstmal zustimmen, aber hatte nicht so viel mit der Sache zu tun gehabt. Ja, sein Argument gegen mir gegenüber fand ich auch sehr geil, ey. Nur weil du nicht gewonnen hast. Hallo Goofy, oh fuck. Oder Ninja Warrior. Ich finde Ninja Warrior, finde ich, der Typ, der das kommentiert hat im Deutschen, klingt so wie Daniel Hartwig, ist aber gar nicht Daniel Hartwig. Müssen wir Wipeout? Ja, der redet nicht. Auch so wie Daniel Stimmt. Hartwig, aber der ist nicht Daniel Hartwig. Der ist nicht Daniel Hartwig? Nee. Ach, das wäre immer Daniel Hartwig. Das war er nicht. Müssen wir uns das mal angucken. Wir haben noch ziemlich viel auf der Liste. Mal auf meine. 333 Folgen Detektiv Conan. Ja, eben. Und 5 Millionen Folgen One Piece. Und ja, 300 Folgen Dragon Ball. Ich kann mir gleich die ganze Pokémon-Staffel nochmal zugucken. Oder die erste Yu-Gi-Oh!-Staffel, dann musst du nur 5 Folgen gucken. Nee, Pokémon kann ich mir nicht. Oder die erste Yu-Gi-Oh!-Staffel, dann musst du nur 5 Folgen gucken, dann weißt du schon den Plot für die nächsten 80 Folgen. Weil jedes Mal der gleiche ist. Pokémon kann ich mir nicht. Brauchst du das Herz der Karten? Ja, das nicht, aber das hat jedes Mal. Also, Freunde werden gefangen genommen. Meistens noch Mokoba mit, der kleine Bruder von Zetto, auch noch mit. Ja, also. Was? Hier Tristan, wie ist die dumme Tanoma, die hatte so einen dummen Namen. Nicht Bier. Nicht nee, Bier. Aber es war ähnlich. War ein geiler Thea, genau, Thea, so wie T. Bier Englischen. Ist ein geiler Name, Junge. So wie Bier. Thea hieß die, so wie T im Englischen. Hab ich nie verstanden. Aber die wurden halt immer entführt. Detto und Yugi waren immer noch voll im Clinch miteinander. Oh, und ich hab jetzt wirklich dann nichts gesehen, ne? Beide, ey, dein Bruder, meine Freunde, lass mal zusammenarbeiten. Dann sind die voll das geile Team. Besiegen die Bösen, holen ihre Freunde wieder zurück und dann passiert 3 Folgen später wieder das Gleiche. Und die sind wieder böse Feinde und spielen dann wieder zusammen. Möchte mal was happy. Sagen? Generell ist die Idee, dass so ein scheiß Kinderkartenspiel über das Schicksal der Welt entscheidet, nicht so die geilste. Möchte mal was sagen? Ich hab grad gar nicht zugehört. Ja, ich hab ehrlich gesagt auch irgendwann einfach abgeschaltet und weitergeredet. Ich weiß gar nicht überhaupt. Worum ging's gerade nochmal? Jedenfalls, ich hab gerade allen den Plot von Yu-Gi-Oh! Gespoilert. Tetto und Yugi kämpfen teilweise zusammen. Nur um dann 3 Folgen später wieder Feinde zu sein, um doch wieder zusammenzukämpfen. Weil der kleine Bruder von Zetto und die Freunde von Yu. Ich kann die ganze Nummer weitererzählen. Nee, lass mal. Soll ich die Nummer erzählen? Nein, danke. Nein. Bäh. Dann müsst ihr auch mal ein paar übernehmen so mit dem erzählen. Ja. Ja, dann erzähl doch auch, du. Digimon, du. Ohne Spaß, ich flieg gleich zu dem Sprung, den ich nicht schaffe, und mach mal meinen Spawnpoint und versuch den weiter, ne? Ohne Spack, ey. Wo sind wir denn hier? Entweder ganz oder gar nicht. Ich hab mir ja mal eine neue Anschaffung hier gegönnt, ja. Was hast du dir gegönnt? Eine neue Anschaffung. Ja, das fängt bald wieder an zu vibrieren. Also kein Wunder, nicht wundern. Was? Neue Anschaffung, es fängt gleich wieder an zu vibrieren. Ja. Aha. Ja. Premium. Also merkst du, die Menge lacht gerade. Also ja, die Menge. Die liegen wie Andi gestern auf dem Boden, Alter. Ich dachte echt, der ist zusammengekommen. Nee, auf dem Tisch. Spiker redet einfach weiter. Es klang manchmal echt so, als ob er umgekippt ist. Einfach so, bam. Ich glaube, der hat auch gerade, als er das angefangen hat zu sprechen. Mal nicht wieder aufgestanden. Als er angefangen hat wieder zu sprechen, hat er, glaube ich, seine kompletten Bierflaschen, die er gerade vor sich aufgestellt hat, alle umgehauen. Wie so eine Lawine. Ich glaube, er war ja hat dann weitergeredet. Er war nicht zu Hause. Also, er hat nicht zu Hause getrunken, meine ich. So. Doch, Bescheid, vielleicht doch. Er hat mir ja kurz vorher noch geschrieben, bin gleich zu Hause. Ja, vielleicht hat er auch gedacht, er ist, also im Wohnzimmer war er, wäre wohl anders. Und bin gleich hat dann gesagt, ich bin gleich zu Hause. Navi sagt noch 300 Meter. Navi? Hey, listen! Bitte wenden. Ja, im Wohnzimmer. Nee, das hatten wir mal. Ich hab mir eine Softbox gekauft. Falls jemand weiß, was das ist. Nee, sag mal, was das ist. Also bei Lunchbox wäre ich eher interessiert gewesen. Ach, Softbox! Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich dachte eher an Soft Air erstmal. Warum Biker weiß es nämlich nicht. Ich wusste es auch bis dahin nicht. Also ich wusste, dass das Softbox heißt, gegoogelt? Aber ich hab das komplett vergessen. Ja, ich hab's. Nee, dann nicht gegoogelt habe ich nicht, aber ich weiß, ich kann es mir darunter vorstellen, was das sein soll. Also willst du jetzt mehr ich mit Fatzekern machen? Also ich musste. Ja. Ich brauch den auch so mal, also die Lampe mit Greenscreen und da brauche ich immer mal korrekte Beleuchtung. Korrekte Beleuchtung, Alter. Disco Pogo, Junge. Und das, also du kannst dir nicht vorstellen, was für eine fette Glühbirne reinkommt, ja. Also, die ist größer als meine Hand. Du musst gar nicht die Leiter benutzen. Hat wahrscheinlich schon jemand herausgefunden, aber... Welche Leiter? Die hier, bei dem Sprung, wo ich stehe. Kannst du einfach den Block springen, oder was? Wow. Mhm.
Aber ich glaube, die Leiter ist ein bisschen saver. Ein bisschen saver? Saver Rider. Saver ist sie. Ach komm! Wie saver, mit einem wird das alles weg.